Deutschlands beliebteste und einzigartigste Elektromotorrad-Rallye findet dieses Jahr bereits zum vierten Mal statt. Alles, was es über das Pace Race im Jahre 2024 zu wissen gibt, in diesem Video. Auf geht's! Bei 26 Grad und herrlichstem Sonnenschein heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video hier auf meinem Kanal. In den nächsten Tagen und Wochen gibt es häppchenweise Informationen für euch, die wir hier auf diesem Kanal veröffentlichen. Also könnt ihr den schon mal abonnieren an dieser Stelle. Und ihr könnt auch gerne mal regelmäßig auf unsere Homepage schauen, www.pace-race.de. Die vierte Ausgabe des Pace Race findet dieses Jahr im September statt, und zwar in Oberbayern. Ja, wir fahren in den Alpen, vor den Alpen, südlich von München, vielleicht auch ein bisschen Tirol. Also wir haben euch da die besten Strecken, die besten Straßen, die besten Pässe und auch die besten Berge und natürlich auch das beste Wetter rausgesucht, dass das für alle ein Highlight wird in diesem Jahr. Insgesamt gilt es, 20 Plätze zu belegen. Ihr könnt natürlich auch zu zweit oder wenn ihr Beiwagen habt, zu dritt auf einem Motorrad fahren. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass euer Motorrad elektrisch angetrieben ist und in ca. 7 Stunden 200 bis 350 Kilometer schafft. Das muss nicht an einem Stück sein. Ihr habt die Möglichkeit, die Maschine aufzuladen, auch egal wie, ob jetzt CCS oder AC oder Peschuko, auch völlig Wurst. Und selbst wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie Orte, wo ihr Akkus abstellt, dann könnt ihr meinetwegen und unseretwegen auch Akkus tauschen. Die Bewerbungsphase findet irgendwann im Mai statt. Dazu gibt es nochmal ein extra Video und eine Freischaltung auf der Homepage, wo ihr euch dann anmelden könnt. Uns geht es darum, so ein bisschen was über euch zu erfahren, was ihr fahrt, wie alt ihr seid, warum ihr da gerne mitfahren möchtet und. Der große Hintergrund ist da natürlich, euch kennenzulernen auf der einen Seite, und zum anderen möchten wir gerne eben die Chance einräumen, auch das Rennen gewinnen zu können. Und daher ist es halt eben wichtig für uns, dass wir sozusagen ausrechnen, gucken und eine Chancengleichheit herstellen können. Also dass jetzt zum Beispiel halt ein BMW CE 04, der halt irgendwie relativ langsam lädt und einen kleinen Akku hat, dann auch mit einer Energica, mit einer CCS-Ladeleistung dann auch irgendwie vergleichbar ist, dass die Chancen dann tatsächlich für jeden gleich sind. Und all das beginnt am 6. September, wo wir euch bitten würden, an diesem Tag anzureisen. Am Abend gibt es dann schon erste Instruktionen, es werden T-Shirts verteilt, Aufkleber werden verteilt. Wir haben nochmal die Möglichkeit, an unserem Hotel die Motorräder aufzuladen. Der ein oder andere möchte es vielleicht auch nochmal putzen, kann er gerne tun. Und dann ist die Idee, am Samstag, dem 7. September, auf einen Rundkurs zu gehen. Wir haben das extra so geplant, dass die Klamotten dann halt eben im Hotel bleiben können. Das wäre jetzt also nichts blöder, als wenn man mit dem ganzen Gepäck die ganze Tour plant. Also Gepäck bleibt dann dort. Auch Leute, die mitkommen wollen, Familie oder irgendwie sowas oder Besucher, können gerne dort vor Ort hinkommen. Es gibt dann einen Livestream vom Start mit den roten Jacken von Denk elektrisch. Das wird immer sehr lustig und sehr spannend. Und dann geht es halt eben Samstag früh auf die Reise. Ein paar Minuten Abstände und dann gibt es eine bestimmte Startaufstellung und dann geht es auch schon los. Die große Idee des Ganzen ist, diese Region kennenzulernen. Deswegen findet das halt auch immer an unterschiedlichen Orten statt. Und ihr habt selber die Aufgabe, zwischen bestimmten Punkten zu gucken, wie fahre ich. Fahre ich jetzt lieber Autobahn, bin ich vielleicht ein bisschen schneller, muss aber nochmal zwischenladen. Fahre ich Landstraße, habe ich ein bisschen weniger Verbrauch, bin ich aber langsamer unterwegs. Also es gibt bestimmte Punkte, die vorgegeben sind, die könnt ihr euch aussuchen. Ihr müsst schauen, wie ihr da nach Möglichkeit hinkommt. Es gibt unterwegs noch einen Quiz, da müsst ihr auf jeden Fall hin, wenn ihr ein paar Punkte noch so einsammeln wollt. Da stehen dann auch die roten Jacken mit einem Livestream. Ich hoffe, dass das Internet dieses Mal dort gut funktioniert. Und dann ist es so, dass es ein ausgeklügeltes Punktesystem gibt, also ihr dürft nicht zu spät kommen, ihr müsst bestimmte Fragen richtig beantworten. Ihr solltet eine gewisse Kilometerleistung absolvieren und so errechnet sich dann nachher halt irgendwie ein Koeffizient und dann wird er verglichen und der am besten ist, der hat dann halt gewonnen. Wenn dann alle wieder gesund und munter hoffentlich eingetrudelt sind, dann gibt es halt eine kurze Pause, man kann duschen gehen, die Maschinen aufladen, sich ein bisschen sortieren, das Ganze ein bisschen verarbeiten, das sind noch ein paar Eindrücke, die da entstehen und dann gibt es am Abend ein gemeinsames Abendbrot und ein Livestream mit den roten Jacken und dann der Siegerehrung. Für all diejenigen, die dann zu Hause bleiben und das Ganze nicht so richtig verfolgen können, wird es ein Live-Tracking geben. Das heißt also, auf der Homepage ist dann eine Karte zu sehen und man sieht halt eben die Fahrzeuge, wo sie sich befinden. Wir hoffen, dass es auch so weit funktioniert, dass der Ladestand angezeigt wird, dass sie also auch sehen können, ah, guck mal, der ist vielleicht vorne, aber hat bloß noch, weiß nicht, 2%, also der muss halt irgendwie laden. Also, dass es für euch zu Hause halt auch so ein bisschen spannender ist, das Ganze so ein bisschen mitzufiebern. Zwischen den Livestreams, dann habt ihr die Möglichkeit, da reinzugucken und zu sehen, wo sich das ganze Fahrerfeld befindet. Außerdem wird es wie immer von uns, hoffentlich von mir und Team Dienchen, ein Video geben. Das gibt es natürlich dann erst im Nachgang, wenn das Ganze dann schon durch ist. Am Sonntag, dem 8. September, gilt es dann alles aufzuräumen, zusammenzuräumen, Sachen zu packen
und dann halt auch die Heimreise anzutreten. Uns ist es wirklich wichtig, dass ihr da nicht gehetzt ankommt oder auch gehetzt nach Hause müsst. Also wir würden uns wünschen, wenn ihr euch tatsächlich wirklich diese 3 Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag für uns frei halten würdet, dass wir alle entspannt und relaxed das Ganze zelebrieren können. Organisiert wird das Ganze von den Mitgliedern des Elektromotorradclub Deutschlands e.V., kurz EMCD. Und wie immer im Leben ist es so, jeder kann irgendwie was besonders gut. Der eine kann halt irgendwie gerne Technik basteln und bastelt für uns die Tracking-Geschichte. Der andere kann halt eben, ja gut, vielleicht Marketing, macht halt eben mal ein Video drüber, trägt das Ganze nach außen. Und der nächste ist wieder besonders gut im Planen. Und darauf bin ich auch sehr stolz, dass wir das sozusagen intern alles selber organisieren. Wenn ihr Lust und Laune habt, dann schaut doch gerne mal vorbei auf emcd.club. Ihr seid natürlich da gerne herzlich eingeladen, auch Mitglied zu werden. Und unsere Hauptaufgabe ist, einmal im Jahr dieses Pace Race zu organisieren. Und das machen wir wirklich mit Inbrunst, weil wir halt eben wirklich wollen, dass es für alle richtig toll wird. Ihr macht jetzt also bitte nur noch eins. Ihr geht jetzt zum Kalender, tragt euch das Wochenende 6. bis 8. September ein. Ihr geht zur Frau, ihr geht zum Mann, ihr geht zum Arbeitgeber und sagt, hey, das Wochenende brauche ich frei. Und dann abonniert den Kanal und dann sehen wir auch schon bald uns im nächsten Video, wenn es dann ein paar mehr Infos gibt. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt gespannt. Alles Gute. Ciao, ciao.